150 Jahre BASF, das krönende Finale eines beeindruckenden Festaktes. Die Symphony No. 8, Water Dances, eine Uraufführung. Von Michael Nyman eigens für das BASF-Jubiläum komponiert, aufgeführt vom Royal Philharmonic Orchestra aus London, inspiriert von den BASF-Mitarbeitern. Sie hatten im vergangenen Jahr unternehmenstypische Geräusche aufgenommen, die der Komponist in seinem Werk interpretierte. Nur einer von vielen einzigartigen Momenten der Feier unter dem Motto We Create Chemistry gestern, heute und morgen. Eine Feier, die sowohl die Leistung der inzwischen 113.000 Mitarbeiter der BASF weltweit würdigte, als auch die Unternehmensgeschichte seit 1865 Revue passieren ließ. Vom 30-Mann-Unternehmen zum global agierenden Konzern. Große Bilder, große Erfolge. Mehr als 1.000 internationale Gäste waren der Einladung von BASF gefolgt und ins Feierabendhaus gekommen. Politiker, Geschäftspartner und Mitarbeiter der BASF. Unter den Gästen beispielsweise auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sowie der frühere Bundeskanzler in seiner Heimatstadt Ludwigshafen, Helmut Kohl. Später folgte auch noch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Internationalität, heute ein wichtiges Element in der Chemie des Unternehmens BASF und auch tragende Säule des Festaktes, von Beginn an. Siamo molto felici che siate intervenuti qui per festeggiare insieme a noi il nostro 150esimo anniversario. Goedemorgen, dames en heren. Die BASF-familie verwelkom je in Ludwigshafen. 尊敬的来宾，欢迎你来到Ludwigshafen。我谨代表巴斯夫亚太区向你致以热烈的欢迎与问候。 Recebam também os nossos calorosos abraços da América do Sul. Nós estamos muito felizes em tê-los hoje aqui conosco, celebrando o nosso aniversário de 150 anos. Vorstandsvorsitzender Kurt Bock betonte, wie wichtig der Teamgedanke für den Unternehmenserfolg ist. 1865 begann die Annelien, Sie haben es gesehen, mit 30 Mitarbeitern. Heute sind es rund 113.000, davon mehr als die Hälfte außerhalb Deutschlands. Wir sind stolz auf die Kompetenz und die Einsatzfreude dieser Mannschaft und darauf, wie sie weltweit zusammenarbeitet. An unseren Standorten auf der ganzen Welt werden wir in diesem Geburtstagsjahr das auch gebührend feiern. Die Bundeskanzlerin, nicht nur Politikerin, sondern auch Wissenschaftlerin, hob die Vorbildfunktion der BASF im Blick auf die Zukunft hervor. Lieber Herr Bock, Sie haben die BASF einmal folgendermaßen beschrieben: Wir sind ein naturwissenschaftlich geprägtes Unternehmen. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt, wenn man forscht. Zitat Ende. Diese Überzeugung ist der Motor Ihres Unternehmens. Er hat dafür gesorgt, dass 150 Jahre BASF für 150 Jahre Innovation stehen. Und er ermöglicht der BASF, Ihre Erfolgsgeschichte in die Zukunft fortzuschreiben. Offene Fragen und Herausforderungen gibt es genug. Ich kann Ihnen und uns nur wünschen, dass Sie diese Herausforderungen annehmen, erfolgreich bewältigen und weiter ein tolles Stück Deutschland sind. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Innovationskraft des Konzerns spielt eine wichtige Rolle, auch im Festakt. BASF zeigte in vielen Beispielen, wie sie die Herausforderungen der Zukunft angeht. Supraleiter, sie transportieren Energie deutlich effizienter als Kupferleitungen. Oder Innovationen rund um Energieeffizienz und Klimaschutz, vorgestellt in dieser Gesprächsrunde. Etwa Green Sense Concrete, eine Technologie, die hilft, beim Bauen Energie einzusparen. Und bessere Batterietechnologien in der Elektromobilität, die die Reichweite steigern und den CO2-Ausstoß verringern sollen. In Zukunftsthemen engagiert sich BASF im weltweiten Maßstab, was auch in dieser virtuellen Reise deutlich wurde. Von Ludwigshafen über Nanjing, Mangalore, Geismar, Florham Park, Sao Paulo und Antwerpen, nur einige der internationalen BASF-Standorte. Eine Videokollage, untermalt von den Sounds for 150, den Klängen, die die Mitarbeiter im Frühjahr 2014 aufgenommen hatten.
Ein ungewöhnliches Zusammenspiel von Klängen, Bildern und Filmsequenzen. Ich wünsche der BASF, dass sie weiterhin so innovativ bleibt, dass sie weiter die Rahmenbedingungen findet, dass sie hier am Standort sich zum Standort bekennt. Es ist wunderbar, dass sie die tolle Investition hier tätigt. So soll es auch bleiben in Zukunft. Letztlich ist das, was zu Beginn der Veranstaltung war, nämlich die jungen Leute zu zeigen aus aller Welt. Das ist die Zukunft und der Blick nach vorne, dass es weitergeht, dass es gemeinsam mit Innovation, Entwicklung, Forschung weitergeht. Das hat was sehr Beruhigendes, aber ist auch ein Auftrag für uns als Politiker. Was wir hier gesehen haben heute zu dieser Jubiläumsfeier, war faszinierend. Es brachte die Innovation zum Ausdruck, die Forschungsstärke, die globale Präsenz, auch die Jugendlichkeit der Mannschaft. Das waren alles wunderbare Eindrücke. Sicher ein Unternehmen mit einer großen Zukunft. Die Zukunft ist, dass die BASF weiterhin diese Innovationskraft in sich trägt. Und ich wünsche mir natürlich für die Zukunft, dass weiterhin der Standort Ludwigshafen im Mittelpunkt steht. Es ist großartig, ist toll gemacht. Das ganze Team hat einen super Job gemacht. Und ich glaube, die Stimmung ist auch gut. Und alle haben so empfunden, 150 Jahre ständiges sich dem Umfeld anpassen und dabei erfolgreich sein, hat man heute erlebt. Ich bin das erste Mal bei so großer Veranstaltung. Ich bin schon 22 Jahre in Unternehmen drin und sowas beeindruckt mich unheimlich. Es bindet sehr stark mit dem Unternehmer. Der Festakt sicherlich ein Höhepunkt im Jubiläumsjahr der BASF. Weitere werden folgen in Ludwigshafen und an vielen weiteren Standorten. Beispielsweise mit der weltweiten Creator Space Tour. Mehr Informationen zum Jubiläum auf den Creator Space Seiten auf basf.com.